Die Mikrofone sind offen. Das Spiel kann beginnen. Wir sind bereit. Frank Buschmann und Mani Breukmann als Ihre Kommentatoren. Ist das jetzt eine offene Kiste? Haben wir einen Favoriten? Wie wird es ausgehen? Viele Fragen vor dem Spiel. Dann gebe ich mal eine Antwort. Ich glaube, das ist eine offene Kiste. Es regnet. Und die Partie ist unterbrochen. Handspiel. Blitzschneller Freistoß. Er taumelt wie ein Boxer, aber er steht. Da können Sie jetzt einen Konter draus machen. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Jetzt dürfen Sie ziemlich nah am gegnerischen Tor einwerfen. Wunderbar. Schuss und... Jetzt beeilt euch mal. Da ist ein schöner Konter drin. Da freut sich der Trainer. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Toller Pass. Dafür kennt man ihn. Aus der Distanz. Da kann er gut schießen. Macchia, der Ball. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Und nun Martin Hanik. Macchia, der Ball. Toll abgegrillt, dieser Ball. Das ist die Möglichkeit. Und jetzt ist er durch. Ein schneller, ein wunderbarer, direkt vorgetragener Konter und doch kein Tor. Und auch wenn es jetzt komisch klingt, dann musst du den auch machen, wenn du das Ding so spielst. Wenn Sie jetzt einen haben, der weit einwerfen kann, das ist eine gute Position. Und schon wieder eine Grätsche. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und nun Martin Hanik. Ja, das könnte was werden. Tja, ein Versuch, was wär's. Stark gemacht. Angriff auf den Gegner. Und müssen wir wirklich darüber diskutieren? Ein Strafstoß. Das ist ein Elfmeterschütze. Kein Problem. Total souverän. Der passte haargenau. Ein fantastisches Tor, genau in den Knick oben. Das will ich noch 100-mal sehen. Damas Scheiner. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und hier kommt die Ballbesitzstatistik. Sofort abgezogen und... Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Es gibt Abstoß, weil der Ball ins Tor ausgeflogen ist.
will ihn haben, den Ball. Sieht er ihn? Ja, tolle Chance. Jetzt sieht er ab. Tor! Und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Und jetzt wird es nochmal richtig dramatisch. Ob er das wirklich genauso gewollt hat, jedenfalls zischt der Ball genau in die untere Ecke. Ja, das ist wunderbar gemacht und der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck, wunderbarer Schuss. Das Spiel ohne Ball funktioniert. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das ist nicht der Sinn dieses Angriffs. Der Gegner hat sich die Kugel bereits wieder erobert. Ein starkes Defensivverhalten. Da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Und was macht jetzt der Schiedsrichter? Ich glaube, da können beide Mannschaften gut mitleben. 1:1 der Pausenstand. Unentschieden zur Halbzeit, Frank, aber für die einen war Glück, für die anderen ein bisschen Pech dabei. Ja, ja, also wenn man sich gerade so die Torschussstatistik anschaut, klare Überlegenheit für die eine Seite, aber du musst die Dinger halt auch machen. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Immer nur auf der Bank sitzen macht auch keinen Spaß. Jetzt kommen zwei neue ins Spiel. Macchia den Ball. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Ja, so kann es weitergehen. Achtung! Aber er kann den Ball nicht festhalten. Ja, klasse Aktion des Keepers. Und wieder verhindert er. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Das ist das Tor. Und damit haben sie die Führung. Das kapiere ich einfach nicht. Der steht immer genau richtig. Das ist ins. Denkt man nicht. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es nicht. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Und Achtung, genau hingeschaut. Keine Anspielstation, da schießt er aus dieser Distanz mal aufs Tor. Tja, davor muss man nicht unbedingt zittern als Torhüter. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Ganz, ganz weit weg vom Tor und trotzdem ein klasse Schuss. Das macht er sicher und souverän. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. Spielt der Trainer alles oder nichts. Es kommt noch ein Stürmer. Ja, und das heißt, hinten ist alles egal. Und jetzt! So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen?
Ecke. Was für ein genialer Pass. Und nun Martin Hanek. Ja, da kommt was auf uns zu. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Ja, damit hat er kein Problem. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Macchia den Ball. Eine super Technik, wie er da den Ball in der Luft verarbeitet. Oh, das war ein Foul. Und er hat schon gelb. Und wenn ich richtig mitgezählt habe, ist es seine zweite gelbe. Und die Entscheidung geht völlig in Ordnung, Manni. Leichtsinnig, wie er da reingeht. Und so schadet man seiner Mannschaft. Jetzt nimmt er die taktische Veränderung vor. Jetzt wechselt er einen frischen Spieler. Jetzt bringt der Trainer noch einen neuen Spieler. Aber das dient wohl in erster Linie dazu, die Führung über die Zeit zu bringen. Aggressives Tackling. Da könnte was draus werden. Guck mal hin! Und warum haben sie bloß da hinten so geschlafen? Das wird sich ihr Trainer auffragen. Aber bitteschön, das ist jetzt die Quittung. Das ist der Ausgleich. Oh, das ist eine enge Kiste heute. Ausgleich. Und da kommen sie. Toll, wie er das macht. Und es gibt nochmal die Chance zur Führung. Eckball. Das Tor. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht's hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Ausgleich! Ausgleich im letzten Augenblick! Der Schiedsrichter hatte doch die Pfeife schon im Mund. Das ist der Lohn der harten Arbeit. Ausgleich! Sensationell! Fußball mal loben kann zum Erfolg führen, so wie hier. Die hatten das Ding doch schon verloren. Das gibt's doch gar nicht. Und dann dieses Tor. Wahnsinn! Das ist kein Spiel für Trainer. Das ist eine Partie für die Zuschauer. Keine Taktik. Nur Tore, Tore, Tore. Jetzt pfeift der Schiedsrichter nach 90 Minuten ab. Es steht unentschieden. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Achtung, hier bahnt sich vielleicht... Das wird ganz gefährlich, Achtung! Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Und der kommt genau an. Jawohl, abgefangen. Und Achtung, was macht der Schiedsrichter?
Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung, gelb. Er grätscht hinein, ein sehr schöner Pass. Und jetzt starten sie ihren Konter. Und dann, das muss Freistoß geben. Und jetzt sehen wir die Statistik mit der Zahl der Fouls. Toller Pass. Und da geht er vorbei. Aber der Pass war wunderbar. Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Das nennt man wohl modernes. Oh! So, jetzt liegen sie in Führung. Das ist das erste Tor in der Verlängerung. Das sieht gut aus jetzt. Ja, denn das setzt nochmal Kräfte frei und sorgt natürlich für Druck beim Gegner. Da, da sieht der Keeper unglücklich aus. Ja, ja, also sieht man ganz deutlich. Genau vor die Füße des Stürmers. Und der macht das Ding natürlich rein. Das ist ein wahres Schützenfest heute. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Er attackiert ihn, er will den Ball. Normalerweise wird das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Und jetzt sind wir gespannt auf die zweite Hälfte dieser Verlängerung. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Und mit diesem Eckball wollen sie den Ausgleich erzwingen. Oh, ganz gefährlich und im 16er. Und schon wieder eine Grätsche. Ein paar Minuten sind nur noch zu spielen, liebe Zuschauer. Und es ist noch alles drin. Es ist alles möglich in dieser Partie. Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Angriff auf den Gegner. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Jetzt haben sie noch mal die Gelegenheit. Der könnte passen. Und weiter heißt es aufgepasst. Der geht ins Aus, ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Für die einen war es ein schöner, für die anderen ein schriller Pfiff. Es ist der Abpfiff des Schiedsrichters. Jeder will sich profilieren, natürlich auch in einem solchen Freundschaftsspiel, und da verlierst du einfach nicht gerne. Ja, und das sieht man auch ganz deutlich, man muss nur in die Gesichter schauen. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Bröckmann, ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand, und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie.